Wie hat sich der Immobilienmarkt in Deutschland seit dem zweiten Quartal 2022 entwickelt, also ganz konkret nach der Zinswende? Und was ist wirklich passiert? Hier sehen wir einige spannende Phänomene, die euch da draußen als Immobilienmakler auf jeden Fall helfen und vor allen Dingen, die ihr wissen solltet. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Wir haben hier insgesamt 1,3 Millionen Angebote über ganz Deutschland verteilt auf dem spezifischen Bereich Häuser, und zwar ganz Deutschland. Und das Interessante ist dabei, wenn wir uns diese Kurve hier anschauen, also hier unten die Quartale, und zwar Q2 2022, und das schauen wir uns konkret an, zum zweiten Quartal 2023. Und zwar hier bei Q2 haben wir einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis über alle Häuser in ganz Deutschland. Klar, das ist natürlich so ein bisschen Kopf in der Tiefkühltruhe, Füße auf der Herdplatte, in der Mitte 37,5 Grad. Ist nicht ganz optimal, aber trotzdem ist es ein cooles Bild, was wir dadurch sehen und vor allen Dingen ein spannendes Phänomen. Denn eine Sache ist auf jeden Fall klar. In Deutschland sind, und da sind die Immobilienmakler nicht ganz unschuldig oder verantwortungslos dran, sind die Preise in den Portalen immer noch deutlich zu hoch, und zwar um bis zu 50%. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass Verkäufer, private Immobilienverkäufer, sehr stark Wunschpreise im Kopf haben. Und das muss raus. Ich habe alleine gestern, und wir schreiben Ende August 2023, noch ein Gespräch gehabt mit Verkäufern, die mit Preisvorstellungen für eine normale Eigentumswohnung von 93 Quadratmetern aus ihrem Umfeld solch utopischen Preise gehört haben. Und das kommt natürlich bei einem Verkäufer entsprechend an und die eigenen Vorstellungen gehen in die Höhe. Und wenn es dann Immobilienmakler gibt, die das auch noch bestätigen und ihnen sogar noch Futter geben am Ende des Tages, dann muss sich der Immobilienmakler und auch der Verkäufer nicht wundern, wenn Immobilien einfach nicht gut verkauft werden können. Also, wie kann man das vermeiden? Vor allen Dingen zuallererst mal dadurch, dass man Marktkenntnis hat. Und das sieht halt so aus. Wir haben einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.986 per Q2 2022. Wenn wir jetzt mal rüberflitschen auf Q2 2023 und uns das genau anschauen, dann sehen wir hier eine Zahl, wie gesagt, zweites Quartal, Abschluss zweites Quartal 2023 in Höhe von 2.991, also überhaupt kein Unterschied. Was ist da bitte los? Was ist auf dem Markt passiert, dass von Q2 22 auf Q2 23 überhaupt kein Unterschied ist? Das heißt, die Preise sind so geblieben und wir reden hier wohlgemerkt von Angeboten. Also die Angebotspreise, die aktuell im Markt für die Leute sichtbar sind, beziehungsweise sichtbar waren. Und wir haben in dieser Software hier wirklich alles drin, was auf dem Markt war und aktuell auf dem Markt ist. Also das ist schon wirklich sehr, sehr crazy. Und wir sehen es ja auch hier an der entsprechenden Kurve, an der X- und Y-Achse, wie das genau gelaufen ist und dass da gar keine großen Variablen drin sind. Sehr, sehr interessant. Das ist der erste Punkt. Also hier die Kaufpreisentwicklung. Jetzt schauen wir uns als zweites die Angebotsdauer an. Und bei der Angebotsdauer finden wir auch ein sehr interessantes Phänomen, nämlich wir haben eine Angebotsdauer im Q2 2022 von 98 Tagen. Und jetzt wird es interessant. Normalerweise müsste es ja so sein, wenn also die Preise auf einem gleich hohen Niveau bleiben, dann müsste ja die Angebotsdauer normalerweise länger werden, weil ja die Immobilien nicht so schnell verkauft werden. Das passiert aber nicht. Hier haben wir wieder diese 1,6 Millionen ausgewertete Häuser
in der Angebotsdauer. Und jetzt springen wir mal auf Q2 2023. Und da sehen wir auch wiederum ein ganz witziges Phänomen, nennt siehe da, die Angebotsdauer geht runter. Jetzt würde sich ja jeder normal denkende Mensch die Frage stellen, hey, wie kann das denn eigentlich sein? Also Preise bleiben stabil, alle wissen aber, die sind zu hoch, die Preise, ja, nämlich um bis zu 50% überteuert. Aber sie bleiben im Markt drin. Wie kann es denn dann sein, dass die Angebotsdauer runtergeht? Das ist die spannende Frage und die wollen wir mal kurz ergründen. Denn die Angebotsdauer geht aus verschiedenen Gründen runter. Der erste Grund, warum diese Angebotsdauer runtergeht, ist, weil Verkäufer, wir haben ja ungefähr, sagen wir mal, all over Deutschland, 50% Privatverkäuferquote. Und die Privatverkäufer, die versuchen jetzt den Markt natürlich ein wenig anzutesten, auszuprobieren. Ich versuche mal, wenn es nicht klappt, nehme ich die Immobilie wieder raus. Das ist ein Versuch. Der zweite Versuch ist, hey, ich kann ja mal einen Makler einschalten und dann der Makler geht rein und dann geht die Immobilie raus. Beziehungsweise ein nächster weiterer Grund ist, dass natürlich, wenn ein Angebot reingenommen wird, und dann nach wenigen Tagen, und auch das ist eine Marktbeobachtung, die wir machen, dass also Kaufpreise schneller gesenkt werden. Dann wird ja das Angebot sozusagen wieder neu eingestellt. Und dadurch verändert sich natürlich auch, also wird ja die Angebotsdauer auch wieder geringer. Und ein weiterer, letzter Grund ist, dass das Energieeinspargesetz, also das Energiegesetz, auch dazu führt, dass die Verkäufer natürlich etwas nervöser werden und dann natürlich Immobilien auch wieder rausnehmen. So, das sind die Gründe, warum die Angebotsdauer runtergeht. Also der Markt ist schon wirklich spannend gerade, er ist wichtig zu beobachten. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn wir uns jetzt den dritten Teil anschauen, dann werden wir da auch wieder etwas ganz Spannendes feststellen. Und ich kann nur jedem Immobilienmakler da draußen empfehlen, wenn ihr wirklich kompetent sein wollt, wenn ihr auf der Experten-, auf der Profi-Ebene spielen wollt, dann müsst ihr euch mit solchen Sachen beschäftigen. Ja, unsere Kunden in unseren Coaching-Programmen werden in der Tiefe ausgebildet, fit gemacht, dass sie wirklich den Markt ganz genau kennen, wie das funktioniert. Und wir schauen uns jetzt mal Part Nummer 3 an. Im dritten Part sehen wir jetzt vor allen Dingen hier die Kaufpreisverteilung. Also wie sind die unterschiedlichen Quadratmeterpreise? Auch hier wieder sehr, sehr spannend. Das heißt, wir gucken uns Q2 an, da sehen wir Minimum 1477 Euro und im Maximum 4886. Da wird natürlich jetzt der Münchner Makler oder der Münchner Verkäufer wahrscheinlich sich halb tot lachen und sagt, das ist ja lustig, das sieht ja bei uns in München ganz anders aus oder in Hamburg oder in Köln oder in Düsseldorf. Natürlich selbstverständlich, all over Deutschland sind die Zahlen natürlich durchschnittlicher und auch geringer. Das spielt aber überhaupt keine Rolle, denn viel wichtiger ist ja, was muss ich denn als Immobilienmakler tun, wenn ich eine Expertenbewertung machen will? Dann ist zum Beispiel das mal das allererste, was ich mir anschaue. Und zwar, ich schaue genau an meinem Standort, wie sind denn da die Quadratmeterpreise verteilt, je nach Objektkategorie. Habe ich also ein etwas älteres Objekt, dann liege ich natürlich eher im Minimum und im unteren Quartil. Habe ich ein neueres, jüngeres Objekt, jüngere Immobilie, dann bin ich eher im oberen Quartil oder im Maximumbereich. Und wenn wir jetzt mal rüberspringen auf Q2 2023, dann sehen wir hier auch gar nicht so viel Unterschied. Ja, es ist also in etwa wieder auch gleich geblieben an diesem Punkt. Und auch hier wieder 1485 bis zu einem Maximum von 4772. Und was ich, kleiner Hack hier an der Stelle, was ich mache, wenn ich also jetzt eine 100 Quadratmeter Wohnung zum Beispiel habe, dann würde ich immer zuallererst 100 Quadratmeter mal die 1400, die 100 Quadratmeter mal 2, mal 2,8, mal 3,7 und mal 4,7, sodass ich alle Zahlen wirklich genauestens zusammen habe, bevor ich dann in tiefere Bewertungen reingehe, wie Ertragswert und Sachwert und so weiter. Ja, das heißt also, ich schaue mir wirklich jeden einzelnen Wert an. Und jetzt gibt es auch hier nochmal so ein kleines Phänomen zum Abschluss, nämlich je nach Standort, wo man jetzt ist,
Wir haben es gerade kürzlich hier für uns in Düsseldorf gemacht, für einen Stadtteil von Düsseldorf. Da haben wir eine Feststellung gemacht, und zwar, wir haben hier gesehen, dass das Maximum bei knapp 8.000 Euro war. Und das ist für einen Stadtteil, also für einen Vorort von Düsseldorf, eine krasse Zahl gewesen. 8.000 Euro, ich sage, hier stimmt irgendwas nicht. Weil, wenn die obere, also das Maximum und das Minimum, wenn das beides schon sehr extrem hohe Zahlen sind, also beispielsweise 4.000 im Minimum und knapp 8.000 Euro im Maximum, dann habe ich zwar immer noch eine starke Differenz, aber 4.000 im Minimum und das über alle Immobilienklassen bzw. Altersklassen gesehen, das ist schon krass. Und das sorgt ja in den Köpfen der Verkäufer automatisch oder fördert und füttert Wunschdenken von den Verkäufern. Also schaue ich mir genau das an. Und zwar in der Tiefe. Denn das Erste, was ich jetzt tun würde, ist, und das kann ich bei diesem coolen Tool auch, nämlich hier an der Seite in so eine Art Recherche zu gehen. Das heißt, im Rahmen der Recherche kann ich jetzt konkret sehen, welche Objekte sind denn jetzt auf dem Markt. Also was passiert da genau? Und dann kann ich sehen, und so war es auch bei dieser Immobilie, die wir kürzlich bewertet haben, da konnte ich sehen, hey, da ist auf dem Markt irgendwas los. Und ha, siehe da, es ist ein konkretes Neubauprojekt. Und dieses eine konkrete Neubauprojekt bringt natürlich dann einen Stadtteil, ja, oder eine Gemeinde oder ein Dorf, was auch immer, zum Explodieren, was die Preise angeht. Und alle werden verrückt und denken, oh, meine Immobilie ist jetzt auch schon direkt mal wieder 30 oder 100.000 Euro mehr wert. Und das kann man nur durch coole Zahlen und durch genaue Datenrecherche in dem Einkauf, also in den Verkäufergesprächen, extrem sehr, sehr gut positionieren. Und ich darf hier an der Stelle verraten, ja, wir werden später noch ein bisschen mehr in anderen Videos dazu berichten, bei diesem Einkaufsgespräch, alleine was wir hier gemacht haben, was ich euch jetzt gezeigt habe, auszugsweise, haben wir in diesem Einkaufsgespräch par excellence, haben wir den Verkäufer mitgenommen, wir haben ihm die Daten gezeigt, wir haben ihm ganz konkret gezeigt, schau mal, wenn jetzt deine Vorstellung, deine Immobilie ist renovierungs- bzw. modernisierungsbedürftig und wenn wir die jetzt mit einer Immobilie vergleichen, auch einer gebrauchten, die den Quadratmeterpreis hast, den du gerne hättest, dann schau mal hier diese Immobilie, da hatten wir ein konkretes Angebot und das war eine Immobilie, die war aus 2013 und die andere Immobilie aus 1974. Und der Verkäufer hat sofort verstanden, weil wir ihm Hintergrund, weil wir im Background Informationen geben konnten, hat er sofort verstanden, dass das einfach nicht zusammenpasst in seiner Welt. Und wir konnten ihn aber sehr, sehr einfach mitnehmen. Sehr, sehr einfach mitnehmen. Und wir haben ihn von einer Kaufpreisvorstellung von fast 400.000 Euro für eine Eigentumswohnung auf einen realistischen Marktwert von 200.000 Euro in einem Gespräch und zwar ohne einen einzigen Einwand, ohne einen einzigen Widerstand, sauber, ich würde mal sagen, herunterbringen können, ist vielleicht das falsche Wort, aber wir konnten das Gespräch und auch den Auftrag genau auf dieser Höhe sauber abschließen. Was wiederum für den Kunden gut sein wird, weil er wird viel, viel mehr Interessenten gewinnen, er wird viel, viel sicherer seine Immobilie durch uns verkauft bekommen und am Ende werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach sogar durch die vielen Interessenten sogar noch einen höheren Preis erzielen. Also, wir halten fest, der Immobilienmarkt hat wirklich interessante Phänomene in der Verteilung der Kaufpreise, in der Angebotsdauer und vor allen Dingen in dem Gesamtmarkt in Deutschland hat sich von Q2 22 zu Q2 23 ist der Preis, der Quadratmeterpreis sehr, sehr stabil geblieben, was so normalerweise nicht sein dürfte. Und das lässt so zurückschließen, dass die Immobilienmakler da draußen immer noch genauso arbeiten wie im letzten Jahr. Und das ist nicht besonders schlau. Und wenn du als Makler erfolgreich sein willst, dann solltest du es auf jeden Fall anders machen und viel mehr Augenmerk darauf legen, wirklich saubere Expertenbewertungen zu machen mit exzellenter Marktanalyse. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert,
dann kannst du hier in der Infobox natürlich sehr, sehr gerne ein kostenfreies Erstgespräch bei uns buchen und wir zeigen dir, weil du kriegst von uns alles an die Hand, wie das wirklich 100% professionell funktioniert. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Video.